Hallo Leute, willkommen zurück beim FIFA Ultimate Team. Beim letzten Mal hat Peacecheck eine rote gesehen, ist für wie viele Spiele gesperrt? Wo kann man das sehen? Da. Wo steht es? Wo steht es? Suspendiert. Ein Spiel. Gut, dann müssen wir jetzt mal wieder auf Großkreuz zurückgreifen. Hey, willkommen zurück im Team. Und Berami, du bist ja mal wieder überhaupt nicht fit. Und dann spielt heute Schwegler für ihn. Die anderen können auf jeden Fall mit dieser Fitness noch spielen. Und ja, von mir aus können wir direkt ins nächste Spiel gehen. Beim letzten Mal gab es einen 4:3 Sieg. Ihr erinnert euch, dieses wunderschöne Freistoßtor von Pierre-Emerick Aubameyang. Erste Freistoßtor ever, was ich gemacht habe, soweit ich weiß. Und ja, das war geil, das war geil. Auch wenn wir schon 3:0 geführt haben, haben wir noch den Ausgleich in der 90. bekommen. Sehr schwache Leistung. Da muss man so ehrlich sein. Und das dürfte eigentlich nicht passieren. Naja, schauen wir mal, was heute drin ist. Einen Punkt bräuchten wir für den Klassenerhalt. Bin ich gespannt, ob wir das schaffen werden. Oh. 81. Wie ist denn der auf 81 gekommen? Das ist ein höherer Schnitt als 81. Der einzige, der unter 81 ist, hat 79. Dafür waren aber auch 84er drin. Also, weiß ich ja nicht so recht. Na gut, egal. Wir gehen wieder auf defensiv erstmal. Und könnten mit Maxim jetzt erstmal durchrennen. Und ziehen einfach mal wieder ab. Tschech im Tor. Scheiße. Tschech im Tor, das ist eine Mauer. Das ist eine Mauer, der gute Kerl. Da brauchen wir uns nichts vormachen. So, da habe ich gerade Dzeko umgerannt. Ohne, dass irgendjemand von beiden den Ball hatte. Und den Ball haben wir jetzt aber. So, Luis Gustavo, spiel mal auf Traoré. Und, oh, guck mal, wer da vorne. Nee, der kommt nicht an. Scheiße. Oha, jetzt geht er die Offensive. Nein, ich dachte, er geht jetzt da auf der Außenbahn runter. Hat er aber scheinbar keine Lust zu. Okay. Dann halt nicht. Ah, Leno. Wieso hältst du den denn nicht fest? War der zu doll angedribbelt oder was? Ah, Großkreuz. Aber hier steht Sokratis. Okay. So, sehr schön, sehr schön. Schwegler, der Mann, der heute für Berami spielt. Ah, Mist, was war das denn? Das war gar nichts, kann ich euch sagen. So, was ist da los? Da ist der Ball, okay. So, Maxim, der spielt sehr gut, muss ich sagen. Der spielt wirklich gut. Er weiß, wie man FIFA spielt. Und ich nicht scheinbar. Renne komplett in den Gegner rein. So, Schwegler rennt jetzt mit zurück. Der wird jetzt nach innen ziehen. Nein, er versucht mit Dzeko abzuziehen. Aber sollte nicht sein. So, Leno kloppt mal nach vorne. Sehr gut, den haben wir. Ah, Mann. Keine gute Ballbehandlung hier von mir heute. So, ran da jetzt mal. Maxim, was ist das? Viel zu defensiv. Oha, Traoré. Könnte noch eine gelbe nach sich ziehen. Oha. Sehr gut, aufgepasst. Den Ball kriegt er aber noch. Hier der William. Und den haben wir. Sehr gut. Und jetzt haben wir hier schon mit Ramos unseren Angreifer so weit hinten stehen, ey. Oh, der läuft aber vorne. Nein, warum denn zu Maxim? Oh Mann, der wäre sowas von geil durch gewesen, der Adrian Ramos. Ah, das hätte man machen müssen. So, Maxim hat jetzt aber den Ball hier. Und die spielen zu Schech zurück. Ah, Schwegler. Oh, fuck. Ja, doch, okay. Mach euch so eine Spirenzien da. Dann machst du das Spiel nämlich selber langsam für dich. Da hast du nur einen Nachteil durch. So, Boateng geht jetzt nach vorne. Kann doch nicht wahr sein, dass es da schon wieder nichts für gibt. Noch nicht mal eine Ermahnung oder so. Meine Stimme ist schon wieder arg in Anspruch genommen worden. Ihr merkt es schon. Aber das Spiel hier machen wir jetzt natürlich noch. So, jetzt... Oh, das ist nicht wahr. Jetzt aber mal. Nein. Ah, ganz schwach. Oh, das war ja knapp. Das war knapp. Wenn wir den bekommen hätten, ey. Das hätte böse enden können. Luis Gustavo hat den Ball. Oben läuft doch jemand. Oben läuft doch jemand. Und das ist der Schwegler. Ah. Komm schon, Berami. Maxim, meine ich. Ah, Berami ist doch gar nicht dabei. Sehe ich schon Gespenster. So, William ist langsamer als Traoré scheinbar. Und Schürrle. Was macht der immer mit Schürrle? So eine komische Moves.
Aubameyang jetzt. Oh, guck mal, da vorne. Er hat übrigens Aubameyang noch umgetreten, deswegen kommt da jetzt auch gerade keiner hinterher. Und, ah, da ist aber Traoré, schade. Boah, Mist. Ja, bei Tschech braucht man sowas eigentlich nicht probieren. Ich glaube, da sind wir uns schon fast einig, dass Tschech einer der besten Torhüter mitunter ist. Großkreuz, aufpassen jetzt. Du hast doch gesehen, wie man hier die Seite verteidigt, oder? Hast du mal ein paar Spiele von Piszczek gesehen? Ich hoffe doch. So, und das geht jetzt direkt wieder in die andere Richtung. Und jetzt ist er durch. Und könnte Traoré bedienen. Nein, das hat nicht geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Oh, den hat Aubameyang. Einfach nur, weil er ein Überkiller ist und so mega schnell ist. Und Aubameyang, lauf. Laufen und passen. Ramos! Oh. So, komm schon, Luis Gustavo auf Adrian Ramos. Irgendwann muss doch mal was reingehen. Das ist doch nicht zu fassen. Wir machen ein gutes Spiel. Dafür, dass er ein Pro-Gamer-Team hat. Dafür machen wir ein wirklich sehr gutes Spiel. Da will er wieder zaubern. Lass ihn ruhig. Ah, sehr gut. Okay, laufen. Laufen, Ramos. So, sehr gut. Traoré ist da jetzt durch. Ne, der andere ist viel zu schnell. Aber jetzt könnte Ramos durch sein. Ramos, komm schon. Noch mal. Er ist nämlich reingerannt, der Kackvogel. Was soll ich da denn machen? Das war gefährlich, was er da gemacht hat. Okay, das war aber auch gefährlich, was ich da gerade gemacht habe. Und ich habe schon wieder einen Fehler gemacht, nämlich Boateng da hinten rausgezogen. Das macht man auch nicht. Oh, Bernd Leno. Ecke. Shit, shit, shit. Krasses Spiel. Momentan aber noch 0-0. Eckstoß. Das kann sich jetzt aber alles ändern, Leute. Das kann sich alles ändern. Aber Leno lässt ihn jetzt auskullern. Damit wir den Abstoß bekommen. So, wo sehen wir denn jemanden? Da unten steht doch Aubameyang, oder? Jo. Da steht Aubameyang und der kriegt sogar den Ball. Kann sich den sogar richtig schön vorlegen. Und guck mal, wer da in der Mitte läuft. Adrian Ramos kriegt den Ball leider wieder nicht. Vorsicht jetzt vor Dzeko. Ah, wir gehen nicht zu aggressiv rauf. Nicht zu viele Leute von hinten rausziehen. Vielleicht macht er dann irgendwann seinen Fehlpass. Na, zum Beispiel jetzt. No, schade. Okay, Leute, es geht hier torlos in die Halbzeit und ich trinke einen Schluck. Hm. 4 Schüsse aufs Tor haben wir gemacht. Immerhin. Kacke. Trotzdem kein Tor gemacht. So, Ramos hatte sich eben den Ball erkämpft, hat aber nichts geholfen, leider für den Moment. Oh, wie kann der denn da durch sein? Sehr gut aufgepasst. War das Sokratis oder war das unser lieber Boateng? Ramos. Nee, den kriegt er nicht. Den kriegt er nicht. So, aber er schmeißt hier schon wieder recht gefährlich den Ball zu seinen Spielern. Ja, ärgerlich, dass ich da nie was draus machen konnte bisher. Na, Vorsicht. Oh, wow, was war da denn los? Ey, wenn ihr da jetzt das Tor verursacht mit so einer Kacke, Schwegler. Wow, was für ein Reflex. Aber jetzt Maxim direkt in die Vorwärtsbewegung übergehen. Und Ramos schicken. Ramos schicken. Und wer geht da? Nein, Eckstoß, okay. In der Mitte war Luis Gustavo mal wieder mitgelaufen und wir könnten jetzt wieder probieren hier vorne. Nee, der kommt überhaupt nicht. Der kommt überhaupt nicht. Das war kein schöner Eckstoß. So, aber wir hatten genug Zeit, um unsere Spieler hier hinten zu sortieren, möchte ich behaupten. Aubameyang jetzt hier auf der Seite. Vorsicht. Na, laufen. Der geht raus. Der geht ins Aus, okay. Meine Güte. Es geht hin und her. Also beide Teams haben hier durchaus eine Chance.
Und ich sehe hier noch keinen klaren Favoriten in dieser Begegnung. Und Aubameyang läuft jetzt aber. Aubameyang läuft und... Und wen kann er da unten bedienen? Niemanden, schon wieder nicht. Oh, schade, ey, Schwegler. Hätte ich dir gegönnt. Jansen mit dem Hackentrick. Okay. Und Schwegler. Und Luis Gustavo. Oh, Luis Gustavo dribbelt sich da durch. Ah, das ist doch nicht zu fassen. Jetzt hat er ihn sicher. Jetzt hat er ihn sicher. Boah. Aber da haben wir ihn, ey, gut unter Druck gesetzt. Da schwitzt er doch jetzt bestimmt, oder? Also easy war das, glaube ich, nicht für ihn gerade, diese Situation. Oh, Ramos, Mist. Ah, da habe ich nicht gerechnet, dass Ramos so gut steht, dass er einfach durchrennen hätte können. So, Jansen, aufpassen. Aufpassen, Luis Gustavo, bitte. Au! Abseits. Abseits. Geil. Boah, einmal husten. Wahrscheinlich hört man sogar schon, dass meine Stimme langsam, aber sicher so ein bisschen komisch wird. Komisch ist auch gut gesagt. Krächzend. Na, den kann er doch wohl nicht noch kriegen, oder? Doch. Nicht zu fassen. Nicht zu fassen! Aber gegen Aubameyang gewinnst du ja wohl hier kein Laufduell. So, Aubameyang muss wegspielen. Oh, wow! Ach, verdammt nochmal! Ramos! Oh, wie ist er da denn an den Ball gekommen, ey? Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Okay, unten. Nein, dieser Fehlpass durfte nicht sein. Oh Mann, ey. Ha, Boateng. Schon wieder einmal rettet Boateng den Tag. Na, den Tag vielleicht noch nicht, aber die Situation. Oh. Manchmal, ne? Kommen so Situationen, da denkst du dir, warum habe ich da nicht reagiert? Oh, fuck, Sokrates ist draußen. Ha, danke. Schwegler. Weg damit jetzt, okay. Oha. Da, Schwegler. Gut gemacht. Ramos. Ramos. Oh. Es ist nicht zu fassen, ey. Also wir machen gutes Spiel. Wir machen wirklich gutes Spiel. Aber momentan läuft bei ihm einfach auch noch zu viel zusammen. Oh, das war nix gut. Das war nix gut. Bernd Leno, mein Lieber. Boah. Klärt hier noch einmal mehr zur Ecke. Und den Ball müssten wir haben, wenn meine Spieler da nicht total das Durcheinander jetzt verursachen. Och Mann, wieso hauen sie den denn nicht weg? Also den Ball, nicht den gegnerischen Spieler. Okay, wir sind mit dem Anstoß dran. Och ja, da hat er den Ball gekriegt. So, und ich würde sagen, sehr offensiv. Scheiß doch der Hund drauf, was da los ist. Wie gesagt, wir brauchen nur einen Punkt. Also würde ich mich eigentlich freuen, wenn wir den einen Punkt zumindest uns noch holen könnten. Und zack, nach oben. Und Aubameyang jetzt laufen. Ah, Aubameyang. Der ist doch noch heiß. Der ist doch noch heiß, der Ball. Mist. Jansen. Oh, oh, wow, 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 Sokrates. Ja, ich musste es probieren. Voller Angriff, scheiß drauf. Totaler Angriff jetzt hier. Alles nach vorne schmeißen. Ist egal, wenn ich jetzt noch eine Bude kriege. Ist egal, ich brauche nur diesen einen verdammten Punkt. Und den könnten wir jetzt haben. Nein, was war das denn, Traoré? Was war das denn für eine Scheiße? Oh Mann. Ah, Sokrates, was machst du denn? Oh. Oh, das war haarscharf an der Grenze. Komm schon. Und nach vorne wieder. Und nach vorne direkt, Maxim. Boah, shit. Er wird gleich pfeifen, Leute. Er wird gleich pfeifen. Und das wäre dann leider noch nicht der Klassenerhalt für uns. Ah. Spielt nur noch auf Zeit, der Bengel. Spielt nur noch auf Zeit. Also, da weiß er selber,
dass wir das bessere Spiel gemacht haben und er will nicht mehr riskieren, dass ich hier noch ein Tor mache. Kann ich nachvollziehen. Kann ich wirklich sehr gut nachvollziehen. Hätte ich an seiner Stelle auch gemacht vielleicht. So, oh, ich schmeiße. Und ja. Schade, Leute. Das war die Niederlage. 0:1. Joa, ich weiß nicht. Ich war halt schlecht im Abschluss. Muss man zugeben. Da haben wir keinen guten Job gemacht. Hätte man besser machen können. Naja. Der Aufstieg. Ne, der Aufstieg nicht. Der Klassenerhalt wurde somit vertagt. Schauen wir mal, ob wir es im nächsten Spiel schaffen. Schade, schade, schade. Naja, ein paar Coins gibt es trotzdem. Und ja, ihr seht es hier. Leider fehlt ein Punkt. Jetzt kriege ich auch noch Schluck auf. Meine Fresse. Oh, okay. Leute, ich bin raus, bevor es hier zu krass wird. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.